Ich hier wieder mit dem 23. Tutorial und heute gibt es ein, wie kann man das nennen, also ein Auto, das halt so Raketen in Massen abschießen kann, die dann halt Leute auch noch verfolgen. Das hört sich ziemlich kompliziert an und ist es eigentlich auch. Aber das im Prinzip funktioniert das alles, also wirklich der größte Teil, nur mit einem einzigen E2-Chip. Falls ihr Idioten seid, also richtige Spacken, so richtige Scheiß-Arschloch-Pisswichser, ne? Dann solltet ihr, also richtig pissige auf jeden Fall solltet ihr dann gucken, dass ihr dies nicht irgendwie auf Servern geht und dann eine Gillion Raketen auf Leute spammt, weil irgendwann, glaube ich, kackt auch der E2-Chip ab. Der Chip, den habe ich übrigens nicht selbst gemacht, den habe ich mir machen lassen von einem Kumpel, von, wie heißt er? Der heißt irgendwie Bake oder SG Bake. Oh Gott, ich habe zu viele Freunde. Sowieso alle offline irgendwie. Da ist er. Der hat auf jeden Fall den Chip gemacht und es lädt weiter. Ja, ich glaube, ich poste einfach mal den ganzen Code in die Beschreibung, ne? Ja, auf jeden Fall, er war das. Okay, dann braucht ihr halt diesen Chip, also erstmal ein Auto. Der Jeep, den guten alten, schwulen Jeep, der irgendwie bei den ganzen neuen Versionen von Half-Life und den ganzen Engine bis jetzt immer noch die schlechteste Model hat irgendwie. Das sieht total kacke aus eigentlich. Wenn man sich den mal anguckt hier, es lädt. Fuck. Hier, guck mal, ey, der sieht geil aus, ne? Der sieht mega geil aus und der hier sieht total kacke aus und hat nicht mal einen Motor. Oder doch hat er. Aber hier vorne gehört er hin und da ist er auch drin, ne? Hier. Ach ja, ich wollte ja ein Tutorial machen. Ja, okay, ihr braucht halt diesen bescheuerten Scheiß-Jeep. Danach nehmt ihr euch einen, Advanced Pod Controller. Den klebt ihr da drauf. Danach braucht ihr eine Rakete. Welche Überraschung. Dazu braucht ihr PRX, weil ich kriege immer mehr Mails von Leuten, die nicht wissen, dass das hier PRX-Zeug ist und dass es nicht sofort schon bei, Garry's Mod dabei ist, genauso wie Wire eben, ne? So, dann geht ihr wieder unter Wire und dann unter Prop Spanner. Ja, da geht er drauf. Jetzt braucht ihr halt noch den E2-Chip. Ich muss nur noch mal gucken, wie der richtig heißt, weil ich war mir jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das war der hier. Muss mir noch mal angucken. Wie ihr sehen könnt, ist dieser Code wirklich nicht sehr kurz. Und ich gucke, dass ich das irgendwie alles in einen, oder ich lade es bei Filefront hoch, das ist, glaube ich, besser. Ja, auf jeden Fall braucht ihr das alles. Das klebt ihr dann einfach mal hier so drauf. Der sollte dann auch problemlos funktionieren. Wenn nicht, dann habt ihr Pech, weil eigentlich geht da alles. Ah ja, ihr müsst noch den Advanced Pod Controller mit dem Wagen verlinken mit Lag jetzt mit Rechtsklick einmal. Ciao. Fuddern geht nach woanders hin. Okay, jetzt Advanced Pod Controller Rechtsklick verlinkt. So. Jetzt Wire. Ja, also von dem E2-Chip Spanner 1 Missiles Array zu dieser Rakete Props Array. Ja, also bei diesem Chip gibt es jetzt halt noch mehr Outputs, weil man halt auch noch so, ich glaube insgesamt kann man 4 Spanner an diesem Ding dran kleben. Ich nehme jetzt aber wegen dem Tutorial jetzt einfach nur mal ein. Das sollte erstmal reichen. Danach solltet ihr das Ding zum Auto welden. Dann nehmt ihr euch
Bei der Rakete, bei dem Spawner halt Spawn zu dem Advanced Pod Controller. Kann man Maus 1 nehmen als Output. So, jetzt kann ich eben gucken, ob das Ding überhaupt losfliegt. Ja, es fliegt, irgendwo fliegt es hin. Es fliegt wahrscheinlich genau zur Weltposition 0, die ja bei Construct irgendwo hier in der Luft ist, ne? Weil ich spiele gerade Singleplayer und das heißt, hier gibt es keine anderen Spieler, auf die das Ding zielen könnte. Auf jeden Fall, wenn andere da wären, also das ist schon ziemlich geil, wie die Raketen hier so rumfliegen. Also bam, irgendwo hin. Obwohl, er zielt, glaube ich, gerade auf mein Stargate-Ring-Ding da. Guck mal, ob der das macht. Also man. Ne, er zielt. Wow! Ah ja, es kann sein, dass die im Kreis fliegen, wenn sie bei einem Ziel sind, weil die so schnell sind, dass sie halt nicht so gut. Die sind nicht so wendig, ne? Also die. Da muss man ein paar mehr abknallen. Ah ja, wenn man zu viele macht, das mache ich jetzt mal einfach. Dann kackt der E2-Chip ab und dann steht da Tick Quota Exceeded. Heißt so viel wie. Alter, der Chip ist im Arsch. Und dann wird er rot und dann muss man alles nochmal neu machen. Yay! Jetzt haben wir es geschnallt. Das hängt aber auch von der Tickrate vom Server ab. Falls ihr nicht wisst, was es ist, dann könnt ihr nochmal bei irgend so einem Valve-Wiki nachgucken oder einfach mal bei Google eingeben. Ansonsten Pech. Ich glaube, das muss jetzt leider erstmal als 23. Tutorial herhalten. Ich muss mir noch ein bisschen was einfallen lassen. Tschüss.